Ich bin kurz hier nur mal unterwegs, ganz schnell weg vom Arbeitsplatz. Wollen wir mal schauen, was noch geht gleich an den Märkten. Denn die haben ja in Deutschland gerade eben erst aufgemacht, mehr oder weniger, je nachdem. Naja, doch jetzt gerade eben läuft auch der DAX. Insofern schauen wir mal, was da zu erwarten ist. Heute, der Markt ist ja bislang sehr, sehr stabil nach oben gelaufen. Viel mehr, als ich es mir eigentlich gewünscht hätte. Naja, das mit dem Wünschen ist gar nicht das Problem, aber als ich gedacht hätte, denn ich hätte eher vermutet, dass wir, naja, bei einem so korrektiven Markt nach oben in Amerika eben auch beim DAX nicht ganz so dynamisch nach oben unterwegs sind. Trotz alledem, mit Elliott-Wellenaugen drauf geguckt, das muss nicht der letzte Weisheitsschluss sein, aber mit den Elliott-Wellenaugen drauf geguckt, sieht es ein wenig so aus, als ob wir zumindest mal zwei korrektive Bewegungen hatten. Und wir wissen ja, der Markt bewegt sich gerne fünffällig, sprich einmal schubweise, eine Korrektur, nochmal ein dicker Schub, eine Korrektur und jetzt nochmal der letzte Schub. Das wäre zumindest mal eine typische Vorgehensweise des Marktes. Wenn dem so wäre, dann wäre das ziemlich das Ende der Aufwärtsbewegung im DAX. Also vielleicht nicht unbedingt jetzt massiv mehr auf der Long-Seite gucken, aber beschreien mag ich es auch nicht. Am Ende liege ich da völlig falsch. Naja, auf jeden Fall, Amerika ist nicht wirklich viel besser, denn der amerikanische Markt, der ist anders als der deutsche, nicht nach oben geschossen, sondern eher korrektiv hat er gewackelt. Jetzt muss ich auch noch niesen. Aber das gönne ich Ihnen jetzt, dann müssen Sie mit durch. Aber der amerikanische Markt ist eben nicht so stark nach oben geschossen, sondern der ist nach oben gewackelt. Schauen Sie sich das mal an, was der Dow zum Beispiel auf 4-Stunden-Basis gemacht hat, was der S&P gemacht hat, auch der Nasdaq nicht wirklich viel besser, obwohl er nicht ganz so im Einklang ist mit den anderen beiden Indizes. Das sieht sehr, sehr korrektiv aus auf der Oberseite und dementsprechend erwarte ich, dass, wenn der Markt nach unten getriggert wird, eben entsprechend die Abwärtsbewegung eher wieder relevant wird oder nicht. Ob das heute schon eintritt, wir werden das sehen. Es ist denkbar, denn wir kriegen noch vor dem Wochenende eine ganze Reihe Daten raus. Nicht nur, dass Draghi um 4:15 spricht und der Notenbankchef der Bank of England um 4:45, sondern wir haben auch Zahlen aus Amerika um 2:30, um 4:15, um 4. Also da ist eine Menge, was den Markt noch beeinflussen kann und dementsprechend auch vor dem Wochenende nochmal für ein bisschen Spaß sorgen kann, insbesondere für diejenigen unter uns, die kürzer unterwegs sind. Ich kann mir sehr gut vorstellen, das werde ich mir jetzt gleich mal angucken, ob wir bei Gold heute, nein, nicht bei Gold, bei Öl was reinbringen, denn ich finde, dass der Ölpreis ein schönes Muster ausgebildet hat. Wir wollen es uns mal angucken. Vielleicht wird das der Trade des Tages. Lassen wir uns überraschen. Vielleicht finde ich auch noch was anderes. Aber ganz egal, was es wird, ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag heute und anschließend ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder.